Und weiter geht's mit einer neuen Folge Days Gone. Mega mäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind auf der Suche nach einer Benzinpumpe und wollen hier in die Werkstatt eindringen. Doch als erstes erkunden wir gerade das Gebiet. Ich denke, wir sollten uns mal hier dieses Häuschen anschauen. Alright. What is this? Ein Lappen. Crazy Willys Werkstatt. Eine Flasche. Und ein Verband. Da gucken immer noch die zwei draußen rum. Sehr gut. Den Loot können wir sehr gut gebrauchen. Irgendwie müssen wir sie weglocken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Bin ganz schön mutig, wie ich finde. Die sind so unberechenbar. Geben sie sich ein Küsschen, jetzt kommt der andere wieder und der andere verpisst sich. Ich glaube, jetzt ist eine gute Gelegenheit. Er riecht nach mir. Vielleicht denkt er, er hat mich. Aber er beruhigt sich auch wieder. Oder? Interessant zu beobachten, wie die hier so vorgehen. Ja, er hat sich wieder beruhigt. Also sie kriegen mit, wenn ihre Genossen abgeschlachtet werden. Aber es hat mir auch nicht geholfen. Gut. Nee, 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 nee. Hier ist doch mit Sicherheit dann Alarm, wenn wir dran gehen. Erstmal hier. Ja! Fick dich! Alter, jede Folge einmal rutscht mir das Herz in die Buchse. Oh, ich dachte, die kommen durch den Eingang jetzt. Alter, fick die Henne. Oder leck die Ziege. Gut, da haben wir alles soweit. In das Haus müssen wir noch. Hier ist eine Blume. Können wir die einsammeln? Nick, wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann legt einen Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die River bauen. Segel. Ja, und das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Okay, er ist in der Wanne gestorben. Ripper. Was für Freaks sind das schon wieder? Ach, das ist immer der Vergleich. Das habe ich jetzt soweit auch verstanden. Das nehmen wir noch mit.
Eine Safe-Kombination? Jetzt brauchen wir nur noch den Safe. Und Benzin. Yes, danke. Na, wer sucht, der findet. Ein Traktor. Zum Ablenken. Bin mal gespannt, wann wir das Ding brauchen werden. Hier vorne ist irgendwas. Motelbroschüre. Wo finde ich denn das? Story? Sammelobjekte wahrscheinlich. Hm. Da, irgendwas mit 3%. Hier. Ansehen. Einsatzbroschüren gefunden im Frontier. Okay. Near Left Wing of Angel. Ah, das ist das von Leon. Gut zu wissen. Hier können wir also diese Sachen nachgucken. Er hat drauf geschissen. Ich denke, das ist die Werkstatt. Könnte es sein? Die nächste Motorhaube. Dreimal Schrott. Genial. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Bevor wir weglaufen, die Nester müssen wir doch noch machen. Und ihr sagt nichts. Ich laufe hier einfach weg. Und ihr sagt nichts. Ist ja frech von euch. Schon wieder zwei. Wo ist der eine denn hingegangen? Ist er wieder ins Nest gerannt? Gute Frage. Also in den Nestern gibt es auch immer noch was zu finden. Ein Ausdauercocktail. Wahrscheinlich für die schnelle Regeneration. Nest zerstört. Alle. Yes! Aber 50% erst. Hot Springs. Vertrauen gewonnen. Infizierungsbeseitiger. Was auch immer ihr so alles sagt. Frage beantwortet. Er hat mich nicht gesehen.
Das sah wirklich so aus, als wäre der jetzt hier ins Nest gerannt, oder? Na, wahrscheinlich da rein und durchs Fenster wieder raus. Das soll mir egal sein. Oh Gott. Kriegt einen mit dem Knüppel, ich sag's euch. Komm, hau ab, ich will ans Auto. Und tschüss. Dein Ohr gehört mir, du Freak. Also es nimmt Zeit in Anspruch. Wenn man hier wirklich gründlich spielt. Was haben wir jetzt? Was war das für ein Zeichen? Einen Schalldämpfer. Ja, geil. Anbringen. 100%. Der verbraucht sich also. Macht ja nichts. Wir stellen erstmal Molus her und weiter geht's. Das sieht doch aus wie eine Garage hier. Wie eine Werkstatt. Noch ein Schalldämpfer. Aber unser ist ja nicht benutzt. Da hinten ist einer. Habt ihr ihn gesehen? Er hockt da und frisst seine Artgenossen. Ja, 3% meines Baseballs gefressen. Scheiße, verrammelt. Ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Oh, Entschuldigung, Leute. Komm schon, komm schon. Medikit? Genial. Ich wollte noch vorne lang. Aber okay. Dann halt noch nicht. Gehen wir hier weiter. Na, wie gefällt dir das? Ja, so ist gut. Ja, das dachte ich mir. Ja, das dachte ich mir. In your face. Wie viele Plagen es hier gab, ey. Hammermäßig. Da vorne müssen wir auch nochmal gleich gucken. Aber ich denke, wir sollen hier rein. Kenn ich nix. Home Run! Die sind echt lächerlich. Vor denen habe ich keine Angst. Kann ich nie mitnehmen. Bin ich bestimmt voll.
Was ist das? Toller Mann gesucht? Das ist dann was? Kontaktanzeigen? Das war ein fucking Bordell hier! Natürlich! Jede Menge Trackermösen. Da bediene ich mich. Ich nehme wohl auch eine neue Keule. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. So, hier, das ist voll. Ich sehe es schon. Mal kurz hier ans Auto. Da haben wir es doch. Usa, bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Nick! Ripper! Ripper! Oh nein! Ripper? Boozer? Boozman? Verdammt! Boozman? Wie gerufen! Ich komme! Ein Kantholz! Genauso gut wie ein Basie! Oh, Scheiße! Da oben hin. Ripper! Aber erstmal muss ich hier dran. Es hilft nix. Wo bist du, Mann? Boozer ist da oben. Aber so viel Zeit muss sein. Seht ihr? Wer sucht, der findet. Ich nehme lieber den Basie. Ich habe sie. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verehrte. Du bist verehrt. Steig hinab. Steig hinab. Lack mich. Hinab. Alter Scheiße. Bearbeiten die mit dem Bunsenbrenner? Wie krass ist das denn? Scheiße. Machen wir den weg, den brauchen wir nicht. Und dann ballern wir sie einfach weg. Schulterwechsel. Okay. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle, weg von ihm! Ihr Arschlöcher, okay. Kommt schon! Baller dir deine Birne weg. Gib mir Deckung. Ey, wie viele Schuss? Viermal getroffen. Ja, sicher. Die kommt hoch und trifft einen sofort. Usa, ich töte sie alle. Usa, komm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Schon. Nein, ach, nein, du Scheiße. Scheiße. Wir müssen weg, Mann. Also, sie mich erwartet hätten. Fuck! Die kamen. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los. Ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen.
werde mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Neuro-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da! Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Alter, wie will der die denn abfeuern mit einem Arm? Er ist mein Bruder. Story aktualisiert. Da sieht so aus, als wäre das hier unser Versteck, ne? Dann greifen wir in die Kiste. Mal voll die Taschen. Nice. So, was haben wir denn hier sonst noch? Einen Waffenschrank. Yay! Keine gelagerten Waffen. Öffnen. 9 mm. Miserabler Zustand. Ja, super. Spezial. Armbrust. Normaler Zustand. Die nehmen wir mit. Geniale Scheiße. Ja. Sehr gut. Schauen wir uns mal hier in unserem Camp um. Dann müssen wir irgendwas suchen, um unseren Schwager zu helfen. Aber erstmal brauchen wir unser Bike. Ohne Bike keine Klöße. Verdammt, Boozer. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. So. Sieht mir so aus, als könnten wir das eventuell im Laufe der Story ein bisschen ausbauen. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, hier hinten ist Benzin. Wahrscheinlich zum Tanken der Maschine, wenn wir sie dann irgendwann haben. Was haben wir hier vorne? Pflanze. Schwarze Johannisbeere. Da setzen wir erstmal gleich ein Schnappes auf. Hier haben wir auch noch was. Teile. Da sind wir voll. Wir können wohl nur maximal 10 tragen. Ach, es tut mir leid. Man kommt immer auf dieses Pad. Lumpen, Lampen, Limpen. Da haben wir auch noch ein paar Pflänzchen. Hier haben wir noch ein paar Pflänzchen. Eine Waldlilie. Ist das geil? Oder ist das geil? Karre dürfen wir nicht nehmen. Bolzen herstellen. Ach ja, da brauchen wir auch noch was von. Mhm. Ich nehme nicht Boozers Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Ja, ist ja gut. Warten wir mal kurz. Zack. Bolzen herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Zedern. Setzling. Den haben wir gerade eingesammelt. Und Schrott. Dafür also. Perfekt. 11 Bolzen. Wir sind sowas von d'accord davor. Gut, Freunde, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf die Suche nach unserem Bike und schauen einfach mal, ob wir da Leben ankommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst, fleißig Kommentare schreibt und wie immer in diesem Sinne, Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.